Ein weiblicher Harry Potter sorgt in Frankreich für Furore. 3 Jahre lang haben Anne Plichotard und Sandrine Wolf Buchhandlungen abgeklappert. Nun bringt endlich ein großer Verlag ihre Geschichten um die junge Oxa Pollock heraus. Oxa Pollock ist eine junge Fille de 13 ans. Oxa Pollock ist ein 13-jähriges Mädchen, das entdeckt, dass es besondere Kräfte hat. Diese Entdeckung beschert ihr in der Wirklichkeit viel mehr Probleme als Vorteile. Sie entdeckt auch die Herkunft ihrer Familie, was für sie eher eine Last ist. Es fällt ihr schwer, damit fertig zu werden. Die Idee von dem Mädchen mit den übernatürlichen Kräften kam ganz unvermittelt. An einem 31. Dezember nahm ich ein Bad und entspannte mich. Und ich hatte wie ein Blitz die Idee von diesem jungen Mädchen, ihre Zukunft, ihr Leben. Ich sprach darüber gleich mit Anne und wir begannen, ihr Leben aufzuschreiben, einen Plan zu entwickeln. Von Paris nach London verschlägt es Oxa Pollock. 14.000 Bücher mit ihren fantastischen Abenteuern haben die Autorinnen seit 3 Jahren im Eigenverlag verkauft. Den Erfolg verdanken sie vor allem ihren jugendlichen Lesern. Oxa ist ein bisschen wie Harry Potter als Mädchen. Sie ist mir ziemlich ähnlich, darum verstehe ich, was sie fühlt. Im Herbst erfahren die jungen Fans, dass Oxa Pollock aus Kostengründen nicht auf einer Jugendbuchmesse vertreten sein kann. Mit einem Brief an Verlage und Zeitschriften machen Fanclubs ihrem Ärger Luft. Die praktisch durch Mund-zu-Mund-Propaganda entstandene Pollock-Mania sorgt für Aufsehen. Ein Pariser Bestseller-Verlag sichert sich die Rechte. Nun kommt der erste Band in den Buchhandel. Das zweite von 6 geplanten Abenteuern soll im Mai folgen. Eine englische Übersetzung ist bereits in Arbeit. So soll die Pollock-Mania schon bald auf andere Länder übergreifen.